Und damit ein herzliches Willkommen zu Ghost Weekend Wetlands. Geiler Anfang, würde ich ja sagen. Ja, wie gesagt, letzte Folge hatten wir blödigerweise irgendwas so mit Waffenproblemen, würde ich mal sagen. Und jetzt geht's in die nächste Basis hinein. Ich will die Scharfschützen ausschalten, weil die können Probleme machen. Mein Kollege ist ja schon unterwegs. Der ist schon rausgegangen. So, eine Scharfschützenwaffe ist geil. Warum ist es keiner mehr, oder? Geh in Position. Die Karre steht da noch, oder? Die Karre steht da noch. Boah, ist ja richtig geil. In echt schüttelt das hier gerade und sogar in Spiel. Sie sehen dich gleich, verzieh dich. Wie mag mich? Naja, Spaß. Der hat Alarm aktiviert und das macht mir an. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Die sehen ein bisschen nervös aus. Leck mich. Zurück, Karre holen. Das ist geil. Aber ein Ziel. Greife an. Und das alles nur für Zubehör. Schuss hier an. Schnell uns ein Helium machen, Abgang. Granate, Vorsicht! Heute! Granate, Granate! Das mag nicht das Spiel. Das ist so nah. Ich hätte besser gelaufen können. Möglichkeit.
Hier kommen wir nicht lebend raus. Alter, der sieht mich direkt. Hui, die haben ja Gewehre, Alter. Ich bin nicht so, dass ich jetzt schon mal war, naja. Ja, direkt. Das war direkt. Ja, Leute, das bringt dann nichts für mich, so gesagt, wenn ich die ganze Zeit darum kämpfe, weil da kommen ja immer mehr. Das ist nicht so wie bei Just Cause, wo ich schießen kann, dann sind sie weg. Das ist irgendwie GTA. Oh, das ist ein bisschen schade. Ja, der vorne hat immer wieder. Ich bin nicht wieder nicht wollen schon. Ah, ich krieg hier eine Menge ab. Da habe ich mal richtig den Pulsen. Also was einmal zu flüchten. Da kommen sonst immer mehr. Ja, es war so klar. Na ja. Sind jetzt gestrandet. Ah, alles klar. Dann heißt er laufen. Laufen seiner Schmerzen. Was ich umkehr. 6666. Lass bloß die Finger kommt fein, Alter. Ich hab die alte kann noch laufen. Die ist schon aus der Puste, Leute. Ja, und so. Raus aus dem Auto sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Ich fahre. Ich finde ja auch die Schlickspuren sind, Alter. Immer wieder krass aus, Alter. So, der nächste Waffenteil, Waffenkiste, Zubehör. Bisschen. Mal weg. Wir sehen irgendwie die Bonusorden, ey. Desinformationen, also bei dieser Basis. Kein Bock. Ja, wir fahren ein bisschen. Boah, das ist nicht so eine schwer gewachte Basis wieder wie letztes Mal, Leute. Das haben wir auch schon wieder gar nicht. Hier schützt er wieder wie aus Eimern, oder? Hä?
Also der Ort. Okay. Gut, wir warten ab, was uns erwartet dort drüben. So, wir kommen in den Ziel und machen ja. Und pannern wir. Boah, ich schütze mir. Deftig. Oh ne, wir sind nach hinten aus. Töten sind. Platten. Feind entdeckt, ja, Feind entdeckt, noch so Feind. Oh Scheiße, wir wurden entdeckt. Juckt mich nicht, juckt mich nicht, juckt mich nicht. Boah, wie kann der Pisser mich treffen? Denn drin so ein paar Punkte. Da ist eine Kartellauszeichnung. Ja, Punkte, die sind auch nicht schlecht. Ah ja, hier. Gut, Punkte mitgenommen. Ja, ja. Ja, Kopf hier gezeigt und tot. Sauber, alle in Ordnung? Was war's dann wohl? Also die Honigkuchen hier am Berg. Wir haben Gegner in der Nähe. Das sind die Scharfschützengewehre. Ist auch gar nichts. Naja. Hey, alles grün. Gut, Leute. Ich würde dann aber erstmal sagen, das war's dann erstmal von Ghost Recon. Wie gesagt, nach den Ferien wird's dann ein bisschen diplomatisch, ob noch dann Folgen kommen. Ich hoffe es auf jeden Fall mal. Und sonst alles sehen gut, wir uns dann in der nächsten Folge. Und ich wünsche euch eine schöne Woche auf jeden Fall. Ein schönes Wochenende, so gesagt. Und wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wahrscheinlich oder in ein paar Livestreams. Bis dahin, euer Abenteuer-LP.